Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Wenn du dir regelmäßig Stress machst, wenn du immer das Gefühl hast, oh, ich bin extrem gestresst, ich mache mir viele Sorgen um mich, viele Sorgen um die Zukunft, wie mein Leben verläuft oder vielleicht auch, und da kommen wir gleich noch genau drauf, wie ich auf andere Leute wirke, wenn du dir ständig überlegst, hey, was könnte ich tun, damit ich beliebter bin, damit ich attraktiver bin für Frauen, etc., etc., wie kann ich besser bei Menschen im Allgemeinen ankommen, wenn du dir ständig Sorgen um diese Sachen machst und dich fragst, hey, wie kannst du da vielleicht einfach deinen Auftritt verbessern oder wie kannst du da allgemein diese Situation verbessern, wie kannst du beliebter werden, wie kannst du Freunde finden, um es jetzt mal mit dem catchy Phrase von, ich wollte gerade sagen David D'Angelo, Quatsch, von, wie man Freunde gewinnt, wie man Menschen beeinflusst und Freunde gewinnt von, füge hier den Namen dieses Autors ein, aber ich schreibe dir das in den ersten Link in der Beschreibung. Ein ganz, ganz bekanntes Persönlichkeitsentwicklungsbuch, was nicht wissenschaftlich ist, aber trotzdem ein gutes Buch ist. Dann bist du hier beim richtigen Video, denn darüber wollen wir im heutigen Video reden. Ich werde dir also zeigen, du wirst in diesem Video lernen, A, wie du es schaffen kannst, dass du dir weniger Sorgen um dich selbst machst, darum, wie es läuft, wie es in der Zukunft laufen wird, wie du auf andere Leute wirkst und wie du aber gleichzeitig B, auch dann tatsächlich gut auf andere Leute wirkst und wie sich diese beiden Sachen ganz toll kombinieren lassen, weil sie auch ganz, ganz eng zusammenhängen. Und das ist so eine Sache, die viele Leute nicht erkennen. Als ich damals eingestiegen bin in dieses ganze Thema, in dieses Pickup-Persönlichkeitsentwicklungsthema, da wurde so der Eindruck vermittelt, oder ich hatte auch den Eindruck, dass das Sachen sind, die so ein bisschen unabhängig voneinander sind. Das heißt, du kannst auf der einen Seite dir ständig Sorgen um dich selbst machen, dich selbst in den Fokus stellen und auf der anderen Seite, sag ich mal, unglaublich beliebt bei anderen Leuten sein. Jetzt erstmal die Frage, warum sollte man überhaupt beliebt bei anderen Leuten sein wollen? Sollte man sich nicht oder sollte man nicht einfach mal selbst sein? Absolut, du solltest immer vollkommen du selbst sein. Und wenn beliebt bei anderen Leuten bedeutet, dass du dich irgendwo künstlich einschleimen musst, irgendwo künstlich so tun musst, als ob, dann ist es auf jeden Fall immer der falsche Weg. Aber ich glaube, das haben wir hier als Grundlage auf diesem Channel auch schon oft genug besprochen. Egal, ob es jetzt andere Männer oder Frauen sind, es ist einfach der falsche Weg. Aber wenn du beliebt bei anderen Leuten bist, dann bedeutet das meistens auch, dass du dich generell wohl mit dir selbst fühlst, dass du einen guten Umgang mit dir selbst und anderen Leuten hast. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es schön für die anderen Leute ist, sondern es ist auch schön für dich. Also beide Seiten profitieren. Das ist eine Win-Win-Gleichung, wenn du so willst. Und deswegen ist es was Tolles, was man anstreben kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese beiden Sachen zusammenhängen. Und zwar ist es so, dass es tatsächlich ziemlich schwierig ist, meiner Meinung nach, einen extrem starken Fokus auf dich selbst zu haben und gleichzeitig sehr, sehr beliebt zu sein. Also ich gebe dir mal ein klassisches Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist auf der Arbeit und es gibt ein Projekt, an dem mehrere Leute mitarbeiten. Und ihr teilt euch die Arbeit, wir dazu sagen wir mal ein Viertel, ihr seid vier Leute. Und dann stellt ihr die Arbeit irgendwie am Ende eurem Chef vor und der ist sehr zufrieden. Und dann fragt er euch vielleicht, hey, wie habt ihr das denn geschafft? So, und jemand, der sehr stark auf sich selbst fokussiert ist, der würde natürlich sagen, hey, ja, voll danke, guck mal, das und das habe ich geleistet und das war meine Idee, das war eigentlich ziemlich cool und ja, so kamen wir dann da drauf und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ja, ich bin auch sehr stolz, dass wir das so gut gemacht haben und ich habe auch echt eine gute Arbeit geleistet. Jemand, der nicht so stark auf sich fokussiert ist, und da gehen wir mehr in diese wird von anderen Leuten gemocht Richtung, wird tendenziell wahrscheinlich die Aufmerksamkeit weg von sich lenken hin zu anderen Leuten. Und das kannst du, und da gibt es einen ganz tollen Channel auf Englisch für, der heißt Charisma on Command, also Charisma auf Befehl sozusagen oder auf Fingerschnips. Der analysiert nämlich immer großamerikanische Schauspieler oder Filmpersönlichkeiten wie Iron Man, Captain America, also coole Filmpersönlichkeiten aus der heutigen Zeit, analysiert er darauf, wie die wirken, aber auch vor allem die Schauspieler im Hintergrund. Und wenn man mal ein paar von seinen Videos schaut, dann wird man immer wieder feststellen, dass bei den Videos, wo es darum geht, beliebt zu sein oder welche Leute sympathisch sind, sind es immer Leute, die irgendwie von sich selbst den Fokus weglenken auf andere Leute, im positiven Sinne. Es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Ryan Reynolds, den du vielleicht kennst aus Deadpool, der immer so ein bisschen sarkastisch ist, wenn du ihn schon mal mitbekommen hast, der auch den Fokus auf andere Leute lenkt, ein bisschen im Sarkastischen, aber der das so gut raus hat, das auf eine sympathische und nette Art zu machen, dass es sehr, sehr gut ankommt. Das heißt, die Leute, die hier in dieser, auf dieser, wenn du es jetzt dir mal als gerade vorstellst, die hier mehr auf dieser Beliebtheitsseite unterwegs sind, als auf der auf mich fokussiert Seite, die werden tendenziell eher immer
Lob und solche Sachen auf andere Leute projizieren, nicht auf sich selber. Die sind sich schon bewusst, dass sie natürlich selbst auch einen Beitrag gemacht haben, aber die nehmen dann das Lob oder die Aufmerksamkeit und bringen das eher rüber zu anderen Leuten. Das habe ich jetzt die Tage gesehen, als ich eine Dokumentation über Radsport gesehen habe. Da gab es eben ein Team, die sind zu zweit gefahren, zwei Fahrer, und die haben ungefähr die gleiche Arbeit geleistet. Also beide sind einfach, das war eine 3000 Meilenstrecke durch Amerika. Jeder ist ungefähr 1500 Meilen gefahren. Also jeder hat die gleiche Arbeit gemacht. Also jeder war da gleich verantwortlich. Und dann wurden die Radfahrer eben gefragt und dann meinte der eine Radfahrer, ja, guck mal, ohne ihn hätte ich es gar nicht geschafft. So, er hat eine tolle Arbeit geleistet und er war der Motor dieses ganzen Teams und dank ihm stehen wir jetzt hier und sind hier im Ziel angekommen. Natürlich hatte der andere Radrennfahrer genau die gleiche Strecke, also was heißt genau die gleiche Strecke, die haben sicherlich, vielleicht hat der eine 100 Meilen mehr gemacht als der andere, aber bei 3000 Meilen macht das echt nicht den riesen Unterschied. Beide waren gleich verantwortlich, aber der eine Radfahrer hat einfach den anderen Radfahrer gelobt, was dann ja auch irgendwie logischerweise dazu geführt hat, dass der andere Radfahrer den dann wieder zurückgelobt hat und quasi, naja, die Lorbeeren von sich weggetragen hat. Und das Interessante ist, dass gerade junge Männer, das sehe ich immer wieder, so ein bisschen die Tendenz dazu haben, sich beweisen zu wollen. Im Sinne von, oh, schaut mich an und schaut meine tollen Leistungen an. Und die wollen das machen, um die anderen Leute zu beeindrucken. Witzigerweise funktioniert das aber überhaupt gar nicht, denn die Leute nehmen das meistens eher als tendenziell ein bisschen negativer auf und haben dann das Gefühl, ah, was ist das denn für ein Angeber, der redet ja nur von sich und seinen eigenen Erfolgen. Wenn du allerdings das tust, was ich gerade gesagt habe, wenn du deine Lorbeeren nimmst und sie quasi jemand anderem auf den Kopf setzt, natürlich auch wohlwissend, dass du selbst was geleistet hast, dann wird das ganz anders wahrgenommen, dann wird das auf einer ganz anderen Sympathiesparte, sage ich mal, wahrgenommen. Du wirst sehr sympathisch wahrgenommen, andere Leute mögen den Typen, den du da gerade gelobt hast, ne, denken sich, oh, der hat eine tolle Leistung gemacht, und du wirst sehr sympathisch wahrgenommen. Das heißt, wenn du jetzt das Ziel hättest, Leute beeindrucken zu wollen, was ja sowieso immer Quatsch ist, du kennst meinen Leitspruch, den ich hier auf dem Channel schon öfter erwähnt habe, ausdrücken statt beeindrucken, also drück dich selbst aus, statt Leute beeindrucken zu wollen mit dem, was du sagst. Aber wenn du jetzt beeindrucken wollen würdest, dann wäre es schlau, wenn jemand anderes das für dich übernimmt. Das heißt, wenn nicht du selbst den Macker machst und sagst, wie toll du eigentlich bist, sondern wenn jemand anderes das für dich macht, wie bei den beiden Radrennfahrern. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man sehr stark hier auf dieser Seite auf sich selbst fokussiert ist, dann wird man das eben kaum machen, dann wird man eben kaum andere Leute in den Fokus stellen, sondern wird sich immer selbst in den Fokus stellen und wird dadurch relativ arrogant und auch unsympathisch rüberkommen. Und das ist dann auf doppelte Weise problematisch, weil auf der einen Seite bist du ständig mit deinen eigenen Problemen beschäftigt, was negativ sich auf dich auswirken kann, aber auf der anderen Seite wirst du auch noch unsympathisch wahrgenommen. Das heißt, hier ist quasi ein doppelter Negativ, ne? Wenn du willst, zwei Minusstriche, die du dir selbst einheimst. Auf der anderen Seite, wenn du das dir zur Gewohnheit machst, immer zu schauen, was hat der andere getan, wie hat der andere geholfen, was hat der andere für tolle Seiten, wenn du den Fokus mehr auf die andere Person legst, dann wirst du feststellen, dass das A sympathischer wirkt, auch auf andere Leute. Das ist aber nur der Nebeneffekt. Das eigentlich Wichtige ist, dass du B, dich aufhörst, so viel um dich selbst zu sorgen. Wenn dein Fokus weg ist von dir selbst, hörst du auf, dich um dich selbst zu sorgen. Na, das ist die Idee, dass wenn du dich um andere Leute kümmerst, sagen wir mal, du gehst nach Afrika und baust deine Schule auf, dann bist du natürlich in dieser Zeit, das kann man logisch nachvollziehen, einfach weniger mit dir selbst beschäftigt. Während du da in Afrika die Schule aufbaust, wirst du nicht darüber nachdenken, oh mein Gott, ja, jetzt muss ich ja noch irgendwie bei meinem Chef nochmal vorsprechen oder jetzt muss ich ja nochmal hier ein paar Frauen kennenlernen und daten, sondern du bist da wirklich im Fokus und machst da dein Ding an dieser Schule in Afrika. Das heißt, Fokus auf andere Leute ist nicht nur so, dass es den anderen Leuten offensichtlich hilft, sondern es hilft auch dir selber. Und um das mal in den etwas größeren Rahmen einzuordnen, ich glaube, dass es zur Entwicklung eines Jungen, zu einem Mann dazugehört, den Fokus von sich selbst wegzurichten und den Fokus dahin zu richten und zu schauen, wie kann ich anderen Leuten helfen? Wie kann ich einen Beitrag leisten in dieser Welt, einen positiven Beitrag in der Gesellschaft, vielleicht in meinem Freundeskreis, in meiner Umgebung? Das heißt, nicht zu schauen und zu sagen, oh ja, ich bin voll beliebt in meinem Freundeskreis, wie geil für mich, so, yay, das muss ich aufrechterhalten, damit ich selbst meinen Status hochpimpen kann, sondern zu überlegen, hey, okay, cool, ich habe hier vielleicht eine führende Position in meinem Freundeskreis, wie kann ich das denn nutzen,
um wirklich den Leuten dort, ja, für die ich vielleicht auch ein bisschen verantwortlich bin, je nachdem, was für eine Art der Führung du da hast, wie kann ich das nutzen, um optimal zu helfen? Wie kann ich das nutzen, um andere Leute zu supporten? Und wie gesagt, dann hast du hier dieses Doppel-Plus auf deiner Seite. Zum einen hast du, wirst du weniger dich um deine eigenen Sachen kümmern, du hast weniger Sorgen, weil du gar nicht so stark auf dich selbst fokussiert bist, aber du wirkst auch viel sympathischer, weil du eben die anderen Leute ein bisschen vor dich stellst. Und das ist ganz wichtig, das will ich hier sagen. Ich habe es natürlich in vergangenen Videos immer schon mal gesagt, deine eigenen Bedürfnisse sollten natürlich erstmal an erster Stelle kommen. Und das ist auch irgendwo korrekt. Also man muss das im richtigen Kontext verstehen. Wenn du dich so unvollständig fühlst, dass irgendwie du gar nicht genug Energie hast, dich um andere Leute zu kümmern, natürlich solltest du erstmal gucken, dass du selbst an einem guten Punkt bist. Das heißt, wenn du jetzt selbst gerade arbeitslos bist und kein Geld verdienst, macht es nicht so viel Sinn, dass du all deine restlichen 20 Cent an Obdachlose verteilst. Sondern schau halt erstmal, dass du dich selbst auf ein gutes Level bringst, auf ein stabiles Level. Auch das hat wieder mit der Entwicklung von einem Jungen zu einem Mann zu tun. Das braucht ein bisschen Zeit auch. Schau, dass du dich erstmal selbst auf ein stabiles Level stellst und dann switche um, andere zu supporten. Das ist dann die Idee des Chefs, der nicht in der Führungsposition ist, weil er es geil findet, in der Führungsposition zu sein, weil er es geil findet, wenn die Leute ihn feiern, sondern der Chef, der in der Führungsposition ist und sich Gedanken macht, okay, wie kann ich denn hier wirklich mit der Verantwortung und auch der Macht, das ist ja auch so, die ich hier habe, eine Verbesserung herbeiführen bei meinen Mitarbeitern oder bei den Leuten um mich herum. Und das ist eine ganz andere Denk- und Herangehensweise, die, wie gesagt, ich sage es noch einmal, sympathisch wirkt, aber auch dir selbst Sorgen um dich selbst spart. Also wir gucken uns hier quasi an, wie wird man zu einer wirklich inspirierenden Führungsperson. Und dass Führung eine ganz wichtige Thematik in diesem Frauenbereich ist, darüber haben wir ja jetzt schon oft gesprochen. Das heißt, wenn du aufhören willst, dich ständig um dich selbst zu sorgen, dich ständig so viel Gedanken um dich zu machen, dann switche den Fokus hin zu anderen Leuten. Und dann hast du diesen tollen Bonuseffekt, dass es auch noch sehr, sehr, sehr sympathisch wirkt und du wahrscheinlich automatisch beliebter bei Leuten wirst. Das ist natürlich schön, man ist natürlich gerne beliebt und hat viele Leute, die einen mögen, ist ja klar. Ne? Und dann ist das Ganze, es fügt sich alles sehr wunderbar zusammen und es gibt halt nichts, was du dafür opfern musst. Also du wirst halt immer noch genug Lobpreisung sozusagen zurückbekommen, wenn du den Fokus auf andere Leute legst. Du hast hier nichts zu verlieren, wenn du von dieser Seite starker Fokus auf dich, auf diese Seite starker Fokus auf andere Leute wechselst im Laufe deines Lebens. Und das ist wirklich ein ganz, ganz elementares Element, das Jungs von Männern psychisch gesehen unterscheidet. Also nicht im Sinne von, es haben wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden, dass die Psyche eines Jungen ganz anders ist als die eines Mannes, deswegen, sondern in einem archetypischen Sinn gesehen. Ne? In einem Mythen- und Geschichten-Sinn gesehen macht es einen riesigen Unterschied, ob du oder wo du bist, an welcher Stelle deiner Entwicklung du bist und wo dein Fokus liegt. Nur auf dir selbst oder auf den anderen. Schön, dass du dabei warst zu diesem Video. Schreib mir gerne deine Gedanken zu dem Konzept, was ich vorgestellt habe, in die Kommentare. Übermorgen sehen wir uns wieder. Hier abonnierst du den Channel noch nicht gemacht, klick auch die Glocke. Hier kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben und hier geht es zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen, aber auch für deinen Erfolg in deinem gesamten Leben. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.